Einer der Giganten der katholischen Kirche in Asien, Kardinal Steffen Kim Shu-wan, emeritierter Erzbischof von Seoul in Südkorea, ist gestorben. Er war eine Persönlichkeit, die die Geschichte seiner Kirche und seines Landes geprägt hat, kommentierte die Agentur Kirche in Asien, als sie am Montag seinen Tod verkünden ließ. Kardinal Kim verstarb im Alter von 87 Jahren. Er emeritierte von seinem Amt im Jahre 1998, nachdem er für lange Zeit die südkoreanische Kirche geleitet hatte, die zurzeit 9% der Bevölkerung ausmacht. Für die Koreaner war der emeritierte Erzbischof von Seoul der Hüter der Menschenrechte und der Demokratie. Steffen Kim wurde am 8. Mai 1922 in Daegu geboren, 1951 während des Koreakrieges zum Priester geweiht und 1966 Bischof von Masan. Im Jahre 1968 versetzte ihn Papst Paul VI. Nach Seoul, bevor er ihn im Folgejahr zum Kardinal ernannte und machte ihn damit im Alter von 46 Jahren zum jüngsten Kardinal in der Geschichte der Kirche bis heute. Kirche in Asien berichtet, dass seine sterblichen Überreste in die Kathedrale Myeongdong von Seoul gebracht werden. Die Kathedrale stellt in der Erinnerung der Bürger ein örtliches Symbol für Volksaufstände der 90er Jahre dar. Kardinal Kim beschäftigte sich konkret mit der Einheit der Kirche in Korea und arbeitete effektiv an den großen Problemen des sozialen und wirtschaftlichen Fortschritts, der sozialen Gerechtigkeit und der politischen Demokratisierung. In seiner ersten Botschaft nach seiner Ernennung zum Erzbischof von Seoul lud Kardinal Kim die Kirche in Korea zum Dienst an den Ärmsten der Gesellschaft ein, wie es das Zweite Vatikanische Konzil lehrt. Der Papst drückte in einem Telegramm an Kardinal Nicolas Jong-Jin-Suk sein Beileid über den Tod des Erzbischofs aus und erwähnte die vielen Jahre des ergebenen Dienstes an der Gemeinde der Gläubigen in Seoul und des treuen Beistands für den Papst.